Es gibt ja immer wieder die Empfehlung, möglichst wenig oder gar keine Medikamente in der Schwangerschaft. Das ist sicher sinnvoll, das gilt aber eigentlich auch außerhalb der Schwangerschaft. Man sollte generell so wenig wie möglich und so viel wie nötig Medikamente nehmen. In der Schwangerschaft, wenn man da ein Schmerzmittel braucht, kann man mit einem durchaus vertretbaren Risiko zum Beispiel Paracetamol einnehmen. Paracetamol ist ein millionenfach erprobtes Medikament in der Schwangerschaft. Und es lässt sich nicht reproduzierbar nachweisen, dass es irgendwelche gravierenden Nebenwirkungen für Kinder hat. Immer wieder mal gibt es in der Literatur Berichte, dass es doch die eine oder andere Auswirkung haben soll. Das lässt sich dann im Regelfall nicht mehr wirklich bestätigen, sodass man momentan eigentlich wirklich davon ausgehen kann, das ist so sicher, wie es irgendwie sein kann.